Alles brennt und das ganze Hab und Gut zerfällt zu Asche. So ging es mehreren Familien im Dezember in Gammelshausen und auch im März in Börtlingen. Doch ihnen kommt jetzt eine große Spende zugute. Während für Gammelshausen insgesamt 8.000 Euro gesammelt wurden, gehen 5.000 Euro nach Börtlingen. Das Geld stammt aus der NWZ-Aktion Gute Taten. 4 Monate lang wurde im Kreis Göppingen kräftig dafür gesammelt. Dieses Geld kam jetzt aber nicht nur den Opfern der beiden Brände zuteil, sondern auch zahlreichen sozialen Institutionen aus der Region. 2015 sind bei der Aktion 226.000 Euro zusammengekommen, in diesem Jahr sogar noch deutlich mehr. Wir haben dieses Jahr ein geradezu sensationelles Ergebnis erreicht, nämlich das Beste in der Geschichte der guten Taten. Sage und schreibe 240.000 Euro und zwar 240.239 Euro. Ich glaube die Zahl immer noch nicht selber. Und das Geld, das stammt von unseren Lesern. Unzählige Firmen, Vereine, Banken haben für uns gespendet, Einzelspenden, die Leute haben uns Geld überwiesen, Vereine haben für uns Aktionen gemacht, Künstler haben Musik gemacht, Konzerte, Ausstellungen und so weiter. Es ist ein ganz breites Spektrum an Menschen, die uns dieses Mal auch wieder unterstützt hat. Seit der Geburt der Aktion im Jahr 1974 wurden über die Jahre hinweg zusammengefasst 5 Millionen Euro gesammelt. Manche Spender machten in diesem Jahr sogar bis zu 20.000 Euro für die gute Taten locker. Das Geld wird nach Sammelschluss aber nicht nur einfach gesammelt und überwiesen. Stattdessen wurde auch in diesem Jahr in einem feierlichen Rahmen Scheck für Scheck an die 35 ausgewählten Institutionen überreicht. Ich denke, diese Aktion ist eine ganz feste Bank im Landkreis Göppingen und zwar aus dem Grund, wir unterstützen immer da, wo die öffentliche Hand keine Gelder gibt. Und es gibt sehr viel soziale Not, sehr viele Menschen, die durch das soziale Netz einfach durchrasseln. Oder behinderte Menschen, zum Beispiel Kinder, behinderte Kinder, für die wir Reittherapie finanzieren. Das finanziert die öffentliche Hand nicht. Da gibt es auch kein Geld von der Krankenkasse. Oder sozialmedizinische Nachsorge für Kinder. Flüchtlingsprojekte, die ohne unsere Hilfe nicht zustande kommen würden. Und ich denke, die NWZ, gute Taten, das ist auch ein Stück weit sozialer Frieden im Landkreis. Davon profitiert jetzt auch die Rettungshundestaffel der Johanniter Unfallhilfe. Sie werden das Geld in neue Trainingsgeräte für die Ausbildung ihrer Hunde investieren. Auch die Spielstadt Rainbow City wird ihr frisch erhaltenes Geld sinnvoll nutzen. Von ihren 7.600 Euro werden ein Durchlauferhitzer und neue Thekenaufsätze für Lebensmittelstände finanziert. Dank dieser Spendengelder, die teilweise sogar bis zu 15.000 Euro betragen, können viele solcher Projekte erst ermöglicht werden. Jetzt ist die Sammelaktion aber zumindest für eine kurze Zeit vorbei, doch bereits im November wird wieder für den guten Zweck gesammelt. Dann beim traditionellen NWZ-Gute-Taten-Eröffnungskonzert.